Einen wunderschönen guten Morgen, 21. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ich habe mitgebracht die Narbox. Das ist eine kleine SSD in so einem stoß- und wasserfesten Gehäuse. Ideal, wenn man Kinder hat oder einen gefährlichen Heimweg zwischen Arbeit und Wohnung. Ich speichere darauf Videomaterial für diese Videos beispielsweise. Ich exportiere dorthin fertige Videos. Diese kleine SSD mit einem Minicomputer drin, die hat mich unterstützt den ganzen Dezember lang. Ich arbeite ja in LumaFusion auf dem iPad, schnipsel so die Videos zu Hause auf der Couch und dann kann man einfach dieses Harddrive, diese Festplatte anschalten und dorthin Videomaterial exportieren oder sich holen. Dieser Minicomputer, der kodiert auch Videos um, wenn man das möchte, der sortiert die, der macht die Dateien, die auf dieser Festplatte liegen, systemweit verfügbar über eine App, die nennt sich SafeKeep. Das ist sehr nett. Man ist nicht in irgendein System eingebunden, sondern man kann all diese Daten, egal ob das Audiodaten sind, die von diesem Mikrofon kommen oder Videodaten, auf diese SSD verwalten. Man kann sie sortieren, man kann sie benennen, wenn man möchte. Wenn man irgendwie einen Freund hat, der einem gerade Videomaterial oder andere Daten geben möchte, dann kann man die SSD-Karte oder die Festplatte per USB-C hier anschließen und die Sachen kopieren lassen. Und dann hat man die dabei, anstelle irgendwie einen Computer zu booten. Diese Box muss auch booten. Da ist ein Computer drin, das heißt, die fährt so eine gewisse Zeit hoch. Trotzdem ist es sehr leicht, das zu tun. Ich habe sie noch nicht kaputt bekommen. Ich glaube, ich bekomme sie auch in meinem Alltag nicht kaputt. Ich habe sie sehr zu schätzen gelernt die letzten Tage, muss ich sagen. Also gerade die iOS-Integration mit LumaFusion, die ist super. Muss nämlich nicht der ganze Clip kopiert werden, wenn man von dieser SSD aus arbeitet, sondern aufs iPad wird dann nur diese Sequenz genommen, die man für sein Video haben möchte. Und wenn man Fotograf ist, dann zieht man da, glaube ich, noch mehr raus, weil man Fotos schon on the go per Wi-Fi-Verbindung Metadaten taggen kann und sortieren kann und löschen kann, etc. Die Narbox in Version 2.0, eine Computer-SSD-Wi-Fi-Lösung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.